Hallo meine Lieben, heute habe ich eine weitere DIN-Lang-Karte für euch vorbereitet. Los geht es mit Aquarellpapier vom Action. Ich habe das auf 21 cm Länge zugeschnitten und habe das anschließend dann gefalzt bei 10,4 cm. Ich habe festgestellt, dass das Actionpapier nicht wirklich DIN A4 groß ist, sondern irgendwie 1 mm oder 2 mm zu kurz. Deswegen habe ich das dann halt angepasst. Genau. Und ja, ich habe ein Reststück vom Aquarellpapier genommen, also auch das gleiche vom Action, und habe von den Slimline-Stanzen jetzt eins der kleineren verwendet. Das heißt, das wird jetzt der Aufleger für meine Karte. Und der ist halt was kleiner als die Grundkarte selbst, und ich habe dann halt ausgemessen, wie groß das sein muss, wie groß dann das Inlay ist, und habe mir das Ganze halt notiert. Also das Designpapier oder erstmal die Mattung, die da reinkommt, ist dann 7,5 mal 18,1 cm. Die schneide ich mir aus einem Stück oder Reststück Kraftpapier. Auch das Kraftpapier ist vom Action. Und das Designpapier, was dann oben drauf kommt, das ist dann noch 4 mm kürzer, das heißt 7,1 mal 17,4. 17,7, mein Gott. Ich habe auch nochmal die Mattung, also hier ist der Aufleger für die kleinere Stanze. Jetzt schneiden wir die Mattung für die Grundkarte selbst zu, das ist 9,6 mal 20,2 cm. Oder? Nee, das ist. Oh, da bin ich schon wieder falsch. Nein, das Kraftpapier war 10 mal 20,6 cm. So rum. Die unteren Zahlen, da hatte ich mich auch vertan. Ich sehe das, weil ich das durchgestrichen hatte. Das, was da jetzt steht, ist nicht ganz richtig. Ich habe mich da auch verschnitten. Also das ist jetzt das Designpapier für die Karte selbst. 9,6 mal 20,2 cm, das passt auch. Bei dem Aufleger habe ich dann Designpapier falsch geschnitten. Deswegen wird es auch am Ende ein anderes, weil das einfach zu klein war. Ich habe mich vertan und habe dann die Zahlen korrigiert. 7,1 mal 17,7 cm ist das Designpapier. Und da ist das Stück, was ich beim Plotten mal versaut habe. Das landet halt dann alles in meiner Restetasche, und je nachdem, welche Farbe ich dann brauche, greife ich halt nach meinen Resten und versuche, die erstmal zu benutzen. Als Hauptmotiv habe ich mir aus dem Stempelkit von Whiff of Joy einen Henry ausgesucht und habe hier mein Aquarellpapier von Gerstecker. Auch das ist ein Reststück. Früher habe ich ganz viel Boxen und ähnliches aus diesem Papier gebastelt, und ich habe welches, das fast A3 groß ist, und da war halt immer ein bisschen Verschnitt, und natürlich wird sowas nicht weggeschmissen. Hier ist mein neues Archival Ink in Groß Vintage Photo. Damit habe ich das Motiv gestempelt. Es war halt nicht ganz sauber beim ersten Abdruck, aber mit ein bisschen Druck funktioniert das. Aquarellpapier ist halt kein glattes Papier. Das hat Struktur, und da ist das Stempeln drauf gar nicht so einfach. Und ja, mit der Stempelhilfe macht man sich das aber auch schon durchaus einfach. Ich dachte mir, wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch mir schon direkt den Spruch mitstempeln. Diesmal habe ich einen Stempel von Gina Kay verwendet. Auch hier ein Reststück Aquarellpapier von Gerstecker mit demselben Stempelkissen Alkali Ink Vintage Foto eingefärbt. Nochmal gestempelt. Ich muss auch dazu sagen, dieser Stempel ist wirklich nagelneu. Der wurde bis jetzt nie benutzt. Und manchmal hat man halt mit neuen Polymerstempeln schon so gewisse Schwierigkeiten. Der wird halt immer besser, je öfter ihr damit stempelt. Und ich habe gedacht, mein Gott, dann drehen wir halt das Aquarellpapier um. Es hat zwei Seiten und wir stempeln das Ganze nochmal.
Und dann war es auch schon wieder sozusagen zufriedenstellend. Also es ist nicht perfekt, aber ich habe es akzeptiert. Natürlich wie immer Stempel sauber machen und zurück auf die Stempelplatte räumen, damit ihr das wirklich nicht verliert. Ich habe auch passende Sentiment-Label, Stanzen von Gina. Damit kann ich halt diesen gestempelten Abdruck schon direkt zuschneiden. Es gibt auch ganz andere Hersteller und verschiedene, auch bei Action mit drinne, die schmal sind und die man für sowas von benutzen kann. Hier sind Alphabet-Stanzen von Action, die ich auch in letzter Zeit sehr oft in meinem Planer benutzt habe. Die haben halt eine wunderschöne Nahtkante in der Mitte. Und ich habe damit das Wort Shop mir zurechtgelegt und das wollte ich dann halt passend zu meiner Karte stanzen. Ich habe mir hier ein Reststück Glitzerpapier in Gold, beziehungsweise es ist so eine Art Champagner, also so eine Art, kein Gelb-Gelb-Gold, sondern so ein, ja, so eine Mischung aus Silber und Gold. Also es ist, ja, ich würde es als Champagner bezeichnen vom Farbton. Ein bisschen cremig. Und damit das Ganze nicht untergeht und die Buchstaben wirklich zur Geltung kommen, habe ich hier wieder ein Reststück genommen und mir halt das Ganze noch dreimal aus. Ich meine, das war jetzt Aquarellpapier und Karteikarte. Ich nehme halt, ich habe so einen Behälter an der Seite mit meinen kleineren Resten und die werden halt so lange gestanzt, bis dann halt wie das hier nur noch ein Reststück überbleibt, den ich dann direkt entsorge. Aber gerade für sowas sind halt Reststücke ganz besonders toll. Die Buchstaben sind nicht groß und ihr müsst dafür nicht gleich euer ganzes neue Bögen anschneiden. Hier habt ihr auch noch, also seht ihr noch weitere Reststücke. Also ich benutze wirklich so ziemlich jedes letzte Füsselchen. Und ja, das Ganze wie gesagt dreimal. Und dann wird das später halt zusammengeklebt und ergibt halt ein erhabeneres, so Chipboard-ähnliches Element, was halt auch auf der Karte viel besser zur Geltung kommt. Ich klebe die zusammen, das heißt drei Schichten von meinem weißen Aquarell-Karteikarte-Mischmasch und die letzte Schicht natürlich die Glitzerschicht. Ich beschwere das Ganze, damit das halt auch besser kleben kann. Den Rest habe ich nicht vor der Kamera gemacht, um einfach die Länge des Videos nicht noch mehr ja, hinauszuzögern. Ich habe aus Action-Stanzen, die eigentlich eine Art Geschenkbox darstellen sollen, mir ja, Formen gestanzt und mit dem Kreisstanzer links, der ist 0,2 cm groß, Löcher in diese Kisten gemacht und fädel hier Häkelgarn doppelt gelegt durch und knote beide Enden ab. Damit habe ich sozusagen meine, ja, ich sag mal, Fake-Täschchen gebastelt. Ich hatte mal in meinem Bastelhol diese Stanze gezeigt von Action, die bildet halt einen Rahmen. Die habe ich auch einmal aus Aquarellpapier vom Action gestanzt und dreimal aus Reststücken und alles übereinander geklebt. Dadurch, dass der Rahmen so filigran ist, ist dieses Schichten eigentlich auch ganz vom Vorteil, weil ihr habt hinterher eine stabile Form. Das ist nicht so frimmelig und auch leichter dann zu handhaben und aufzukleben. Ich habe mir die Stanze jetzt auch auf Transparentpapier gelegt und mit einem Bleistift die Außenkonturen nachgezogen, von Hand ausgeschnitten und dann natürlich den Bleistift wegradiert. Und jetzt klebe ich das unter meinen Rahmen. Da hatte ich irgendwie Klebereste, die habe ich jetzt wegradiert. Und dann wird das Ganze auch wieder beschwert und einfach sozusagen in Ruhe gelassen, bis das dann irgendwann aufgeklebt wird. Hier habe ich das Distress Vintage Foto und einen alten trockenen
ein altes trockenes Feuchttuch. Damit färbe ich jetzt ein bisschen die Kanten von meinem Designpapier ein, vom großen Stück auch. Das mache ich immer, bevor ich dann das Ganze zusammenklebe und dann auch vernähe. Irgendwie war mir das Designpapier, ich sag mal, zu langweilig und dann habe ich gedacht, ich habe so viele Stempel, da findet sich bestimmt das eine oder andere, was dem dann so ein bisschen passt. Ich habe von Joycrafts diese, wie nennt sich das, Filmstreifen. Und die habe ich jetzt mit dem Archival Ink Vintage Foto gestempelt. Einmal den ersten Abdruck, dann beim zweiten Mal den zweiten. Das heißt, es war etwas abgeschwächt, nicht komplett die Farbe. Dann habe ich hier einen Stempel von Action, das ist so ein Spruch. Und da habe ich tatsächlich mit dem Vintage-Foto, mit dem Distress-Stempelkissen gestempelt, damit das halt nicht so krass ist und so ein bisschen im Hintergrund verschwindet. Das habe ich auch von beiden Seiten gemacht. Und man sieht, ich habe da so ein bisschen rumgepatzt. Ich habe ins Stempelkissen gegriffen anscheinend und mit meinem Finger oder was auch immer dann die Farbe übertragen. Da sind jetzt zwei Kleckse, die eigentlich da nichts zu suchen haben. Die werden halt später verdeckt. Und irgendwie war ich immer noch nicht so ganz glücklich. Ich habe es versucht wegzuradieren, funktionierte halt nicht. Ich habe es erstmal auf meine Mattung aufgeklebt. Und auch das größere Designstück auf die größere Mattung, das, was direkt auf die Karte aufgeklebt wird. Und dann habe ich mir dann Schnörkel von Whiff of Joy geschnappt. Die sind von Flati designed. Die habe ich auch schon seit Ewigkeiten in meinem Bestand. Und ich habe mir zwei mit Sternchen ausgesucht und habe die dann mit dem Archival Ink nochmal eingefärbt und abgestempelt. Die geben halt im Ganzen noch ein bisschen so das gewisse Etwas, was mir gefehlt hat. Und das habe ich jetzt auch von beiden Seiten gestempelt. Man sieht das am Ende zwar nicht mehr so dolle, aber es kommt halt ein bisschen was durch. Und ich weiß nicht, es macht für mich das Ganze ein bisschen interessanter und nicht so langweilig. Dann habe ich das Ganze natürlich nicht vor der Kamera, aber halt so schon mal genäht mit meiner Nähmaschine. Und hier werden wieder die Fäden nach vorne gezogen und mit dem Klebeband abgeklebt, damit das hinterher auch flach aufgeklebt werden kann. Wer keine Nähmaschine zu Hause hat, hat vielleicht die Stanzen dazu, die auch so diese Nähte oder diese quasi mitprägen. Ich mache das ja schon seit Jahren, für mich ist das halt schon Standard. Und beim Aufkleben auch wieder, wie immer, erst doppelseitiges Klebeband, da ist mir die Rolle zu Ende gegangen, da habe ich halt eine neue aufgemacht. Das ist das Washi-Tape. Oder Tissue-Tape heißt das, glaube ich, bei Action. Doppelseitiges Klebeband. Da löse ich halt die Trägerfolie ab. Und dann kommt dann das Sticky-Glue von Tonic Studios bei mir mit dazu. Einfach am Rand entlang und oben drüber. Flächig verteilen. Ich mag halt die Kombination aus beidem. Eins davon funktioniert bei mir einfach nicht. Und da versuche ich das Ganze auszurichten, vernünftig aufzukleben und dann kann man das auch wieder beschweren und trocknen lassen. Ich habe hier relativ starke Pappe, die ist, ich glaube, sogar Millimeter dick oder so. Ich habe mir Streifen daraus zugeschnitten und die halt als Abstand-Klebebandersatz benutzt. Wer Schaumklebeband zu Hause hat und das benutzen möchte, kann das natürlich auch hier machen. Ich habe nur halt jede Menge Pappe da und ich habe mir vorgenommen, das zu benutzen, was ich da habe. Und ich muss auch sagen, dass das eigentlich für mich sogar besser funktioniert, weil Pappe einfach fester ist. Das heißt, es drückt sich nicht ein und da, wo das halt Abstand haben sollte oder wo ich es möchte, kann ich halt Pappe platzieren.
Ich war auch der Überzeugung, ich habe ganz viele Reststücke und dann, wo ich den dann benutzen wollte, habe ich den nicht gefunden. Und dann habe ich nur diese dicke Pappe gefunden. Das ist auch nur irgendwie ein Träger, Karton von irgendeinem Block. Ja, jetzt inzwischen habe ich dann meine ganzen Reste gefunden. Die waren halt in einem anderen Fach, wo ich natürlich nicht gesucht habe. Und ja, das ist halt immer die Frage, wie dick habt ihr oder wollt ihr das Ganze haben? Auch Schaumstoff, Klebeband gibt es in verschiedenen Dicken. So, das Ganze beschweren jetzt und trocknen lassen. In der Zwischenzeit habe ich dann gedacht, okay, wir können ja auch das Motiv schon mal kolorieren. Ich habe meine Wassertankpinsel rausgekramt und dann gedacht, okay, der vom Action, der ist mir zu dick, denn der kommt schon mal weg. Das Motiv ist relativ filigran. Und wir fangen wie immer mit rosa an. Rosa Wangen, rosa Öhrchen oder das Innere von Öhrchen. Und dann habe ich hier, glaube ich, Hickory Smoke. Das ist so eine Art Rostbraun. Damit habe ich angefangen und ja, leicht verdünnt das Ganze. Und auch zaghaft als Farbe oder Grundfarbe aufgetragen. Ja, das mache ich eigentlich immer so. Ich fange relativ hell an und werde halt dann zunehmend dunkler, indem ich dann die Schatten verstärke und das Ganze ein bisschen plastischer ausmale, wenn man das so sagen darf. Das ist hier, glaube ich, schon ein Vintage-Foto, was ich dann zum Schattieren benutze. Und jedes bisschen schattieren, das macht das Ganze schon wieder, wie sag mal, dunkler. Aber so könnt ihr dann halt Licht und Schatten einarbeiten. Da wo Licht ist, ist heller. Da wo Schatten ist, ist dunkler. Und was schön auf Aquarellpapier ist, zum Beispiel, was ich jetzt auf Karteikarte nicht kann, ich kann sehr lange das Ganze noch bewegen. Das heißt, ich kann das mit Wasser anlösen und mit einer anderen Farbe verblenden. Und mir gefällt das halt auf Aquarellpapier wesentlich besser. Und ja, deswegen greife ich meistens dann doch zu den Stempeln, die ich zu Hause habe und nicht unbedingt zu den Digis. Gut, ich habe wie diese Karte zum Beispiel, das ist eine Challenge-Karte. Das heißt, ich bin im Design-Team für die Challenge Stamps and Fun gleich Creativity. Also wir haben dann wie hier ein bestimmtes Thema, nach dem wir halt vorgehen. Diese Woche bzw. die nächsten 2 Wochen ist hier das Thema Shopping-Tour. Und ich muss schon sagen, am Anfang habe ich gedacht, ja, Shopping. Ich meine, ich weiß, dass es von Whiff of Joy ein Mädchen gab, von Elizabeth Bell Design. Die hatte dann halt ganz viele Shoppingtaschen und das war so meine Idee zuerst. Aber als ich meine Stempel durchgegangen bin, habe ich festgestellt, gerade diesen Stempel besitze ich aber selber nicht. Aber ich bin halt über diesen Henry gestolpert. Der war halt in einem Kit mit drinne. Das Kit ist von 2012. Das heißt, wenn ihr Glück habt, habt ihr das. Oder ihr könnt es vielleicht gebraucht irgendwo noch ergattern. Aber so wirklich selbst kaufen im Shop oder ähnliches ist nicht mehr möglich. Leider gibt es die Stempelherstellerfirma nicht mehr. Und damals war ich halt auch im Designteam und hatte ja vor allem die Henrys ganz ganz toll gefunden und ich habe einige davon auch schon später, nachdem Whiff of Joy nicht mehr gab, gekauft und ich sammle sie halt. Also ich finde, zu gewissen Anlässen passen einfach diese süßen Mäuse ganz ganz gut. Neben den Whiff of Joy Mäusen habe ich ja noch die Hausmausmäuse. Also das Thema Maus ist eigentlich immer willkommen, obwohl ich muss auch sagen, es gibt auch sehr viele Motive, die mir überhaupt nicht gefallen, auch wenn es Mäuse sind. Und die Henrys, die sind einfach süß und die passen halt zu vielen Motiven oder nicht zu vielen Motiven, aber zu vielen Gelegenheiten. Und ja, wir haben so den Grundanstrich schon fertig. Die Mütze, der Schal und die kurze Hose sind im Grunde weiß. Ich habe halt nur ein bisschen mit Grau den Schatten angedeutet, damit das Ganze halt ein bisschen, ja, Plastizität bekommt. Und ich meine, weiß ist auch nicht gleich weiß. Da, wo Schatten geworfen wird, wird das halt dunkler. Und ja,
Hier haben wir schon sogar Black Suit, das ist der Schwarzton von Distress. Und damit versuche ich dann halt die ganz dunklen Bereiche anzudeuten. Aber auch da gehe ich mal vorsichtig mit um. Schwarz ist halt, wenn falsch gesetzt, auch sehr schwer wieder rauszubekommen. Mit den Brauntönen schattiere ich noch mein Baguette hier, meine Salatblätter und Stück Käse ist da mit drin in der Tüte. Also Shopping ist nicht meins. Was ich shoppe, ist halt, ich versorge unsere Familie, ich kaufe Lebensmittel ein und irgendwie passte der einfach ganz gut und ja, Klamotten shoppen oder ähnliches, Schuhe, das ist absolut nicht meine Welt. Ich gebe halt wirklich sozusagen mein Taschengeld für Stempel und Stanzen aus. Das ist meins. Hier habe ich den weißen Gelstift rausgeholt und die Wangen und auch die Nase mit jeweils einem Punkt versehen. Das ist sozusagen mein Highlight. Dann habe ich mir eine Schere genommen von Tonic Studio ist die und habe angefangen drauf los auszuschneiden. Wie ihr seht, bewege ich tatsächlich nur das Papier. Die Schere bleibt überwiegend gerade. Und ich bewege mit der linken Hand das Motiv so, dass ich dann halt auch immer gerade schneiden kann. Das Ganze natürlich beschleunigt. So schnell kann ich nicht ausmalen. So schnell kann ich natürlich auch nicht ausschneiden. Aber ich möchte euch halt auch nicht langweilen und die Videos unnötig in die Länge ziehen und irgendwie, ich sag mal, Gelaber dazu, was vielleicht nicht ins Thema passt, muss auch nicht sein. Ich lasse hier so einen kleinen, ich denke mal noch nicht mal 1 mm Rand, damit das Motiv sich halt dann auch später von der Karte etwas absetzen kann. Zu großen Abstand mag ich nicht. Deswegen kommen für mich auch diese sogenannten passenden Stanzen für Motive auch oft nicht in Frage, weil die einfach zu viel Rand lassen. Das heißt, ich würde sie ausstanzen und hinterher noch immer noch mit der Schere nachschneiden, weil mir der Rand zu dick ist. Deswegen vermeide ich das. Also ich kaufe keine Stempel mit passenden Stanzen, außer die haben einen gewissen Sinn. Also das heißt, das Motiv ist eine Blume oder ähnliches und man kann es halt stempeln und direkt ausschneiden. Aber für so süße Motive und ähnliches, sowas finde ich, ist für mich Geldverschwendung. Das würde ich nicht, also so sehe ich nicht ein. Hier habe ich schon angefangen, so ein bisschen rumzuplatzieren, wie ich das Ganze ungefähr aufgeteilt haben möchte. Und es unterscheidet sich tatsächlich fast gar nicht von der Endkarte. Oft ist das ja so, dass ich dann anfange und klebe und dann feststelle, oh, so viel Deko, wie ich da jetzt geplant habe, passt ja gar nicht auf meine Karte. Und dann wird das dann doch alles überworfen und am Ende sieht es ganz anders aus, als wie ich geplant hatte. Dadurch, dass ich hier Transparentpapier hintergeklebt habe, setze ich die Klebepunkte und Streifen nur da, wo das Aquarellpapier oder der Rahmen selbst sitzt, damit man halt den Kleber nicht durchscheinen sieht. Hier ist die zweite Tasche, die klebe ich halt etwas versetzt auf den Rahmen. Und für den Henry habe ich genauso wie für den Kartenaufleger jetzt hier Pappe genommen und mir halt Stücke zugeschnitten und die mit Flüssigkleber dann angeklebt. Vielleicht lässt sich die Karte so sogar besser recyceln, falls sie dann tatsächlich doch in der Papiertonne landen sollte. Wir hoffen es ja nicht, aber man weiß es ja nie. Und wie gesagt, Pappe, ich glaube, das hat jeder zu Hause. Egal, ob das jetzt wie hier eine Rückwand von einem Block ist oder Müsli-Verpackung, keine Ahnung. Also es gibt so viele Sachen, die man wiederverwenden kann. Hier habe ich metallisches Garn von Lidl, glaube ich, habe ich das. Ich habe mir zwei Schlaufen um die Finger gewickelt und die möchte ich halt Hintermotiv haben. Deswegen habe ich sie einfach nur so lo locker draufgelegt und mache jetzt halt den Flüssigkleber auf mein Motiv. Positioniere das Ganze so, wie ich es haben möchte und wieder beschweren und einfach trocknen lassen. Für den kleinen Streifenspruch habe ich jetzt auch einen feinen Kartonstreifen zugeschnitten. Auch den klebe ich halt dahinter.
Ich habe mein T-Lineal genommen und habe mir dann halt das Ganze so positioniert, dass ich meinen Fleck da verdecken kann. Und das ist halt auch etwas, was ich halt auch nicht ausschneide und euch auch zeige. Auch mir passieren kleine Patzer und Fehlerchen und es gibt für fast jeden Fehler auch eine Möglichkeit, das irgendwie zu retten. Ich fange mit den mittleren zwei Buchstaben an und setze dann halt mit etwas gleichem Abstand die äußeren Buchstaben dran. Für die linke Seite habe ich gedacht, müssen wir dann halt auch wieder Garn wiederholen. Das heißt, wieder eine Schlaufe aus goldenem Garn verwendet. Da klebe ich jetzt die Tüten drüber, die aus Kraftpapier kommen nach unten und die aus dem Designpapier, was so ein bisschen, wie nennt sich das, Bastoptik hat, die kommt halt oben drauf. Das ist halt auch wieder die Wiederholung von unserem Designpapier, was unten auf der Karte aufgeklebt ist. Wiederholung ist immer ganz nett. Hier ist noch eine zweite Schlaufe aus goldenem Garn. Und ja, hier mit Abstand dann die letzte Tüte. Das Ganze auch wieder beschwert, damit das Ganze besser klebt. Hier noch ein bisschen den Henry angeklebt, wo ich gemerkt habe, das steht einfach zu sehr ab. Und dadurch, dass das aber halt schon der Rahmen selbst mit etwas Abstand aufgeklebt ist, konnte ich es direkt draufkleben. Und hier können wir schon sozusagen unsere vorgearbeitete Karte auf unseren Kartenrolling aufkleben. Das mache ich eigentlich am liebsten zum Schluss. Außer ich weiß, wie jetzt zum Beispiel fehlen noch ein paar Deko-Elemente. Das ist jetzt nicht so tragisch. Aber falls ihr, sage ich mal, mit Schleifenband, mit Bäckertwine oder Garn in irgendeiner Form arbeitet, was halt hinter die Karte geklebt werden soll, muss das Ganze natürlich vorher passieren. Hier wusste ich bin damit erstmal durch und brauche nur noch ein bisschen Deko-Elemente, ein paar Schmucksteinchen, ein paar Blümchen, ein paar Blätter und dann ist das alles in sich fertig. Ich habe gesehen, dass ich noch jede Menge Reste hatte von meinen Osterbastelsachen und habe die einfach aus meiner blauen Schüsselchen da rausgekramt und habe dann gedacht, okay, Rollrosen habe ich noch da, ein bisschen rosa Blümchen passen eigentlich auch ganz gut und ja, das Grünzeug hatte ich ja auch vorher schon aus verschiedenen Grüntonen zugeschnitten. Hier habe ich die größere Blume links gesetzt, die rosane, und habe die einmal geteilt. Dann kann ich sie halt einerseits besser aufkleben, andererseits wirkt das irgendwie dann das Bouquet dann auch etwas voller. Ich hatte ein bisschen Handtiererei mit meiner Heißklebepistole. Ich habe sie nach der Benutzung anscheinend nicht richtig in die Ladestation gesetzt, deswegen leuchtet es immer noch rot. Das heißt, der Akku ist fast leer. Und dann wollte das Ding natürlich nicht funktionieren. Und das passiert natürlich immer dann, wenn man es braucht. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, dass das Ding halbwegs heiß wurde und mindestens der Heißkleber geschmolzen ist, dass ich die Rosen zumindest ankleben konnte. Den Rest habe ich dann mit Tacky Glue geklebt. Das ist dann auch nicht so schlimm. Nur diese ja, dreidimensionalen Drehrosen, die sind schon sehr schwer und da ja, ist es halt nicht einfach mit Tacky Glue zu arbeiten. Die fallen gerne halt ab und der braucht halt eine gewisse Zeit zum Trocknen. Da ist halt Heißkleber wirklich die schnellere Variante. Ich habe dann auch versucht, das Ganze ein bisschen so ja, auszugleichen, ein bisschen links, ein bisschen rechts, dass das halt auch da eine gewisse Wiederholung da ist. Wie ihr seht, will die Blume immer noch nicht. Die zerschnittene Blume habe ich halt so ein bisschen drunter gepackt. Auch hier habe ich mit Kugelschreiber das Ganze angedrückt. Wenn ihr mit Heißkleber arbeitet, müsst ihr wirklich höllisch aufpassen. Der Heißkleber ist sau heiß und ihr verbrennt euch ganz schnell die Fingerchen. Am besten halt, wenn ihr das andrückt mit irgendeinem Gegenstand oder irgendwas anderem. Hier habe ich schon wieder mit Tacky Glue weitergearbeitet. Ich habe die Blätter angeordnet, die Zweige von Nellies Nellen, die ich da habe. Und hier auch so ein bisschen
verschiedene Sachen. Und wie hier, wie ihr seht, habe ich manche auch zerschnitten, wenn euch die Ranke zu lang ist und das würde einfach zu viel verdecken oder was auch immer. Schnappt die Schere, zerschneidet das, macht zwei Elemente draus. Dann sieht euer Bouquet voller aus und ihr habt im Grunde aber nur eine Stanze benutzt. Tschüss, Jasmin. Die kleinere habe ich jetzt mit Tacky Glue angeklebt. Das ist dann auch nicht so tragisch. Und ja. Jetzt fehlen noch ein bisschen Schmucksteine. Ich habe hier ganz große Schmucksteine von der Jittenmeier von Ideen mit Herz. Da bekommt ihr irgendwie so eine Platte mit, ich glaube, 100 oder 200 Stück. Ich habe mir einen Teil davon jetzt abgeschnitten und der ist halt in meinen Schmuckstein-Tütchen drinne. Und die benutze ich jetzt auch. Ich habe drei Stück jetzt so ein bisschen versteckt angebracht, weil die halt so riesig sind, wirken die halt dann auch zu viel, also wäre es zu viel auf einmal. Das sind, glaube ich, 3 mm Schmucksteine. Die habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen, glaube ich. Die kommen, meine ich, aus China. Da sind einfach klare Schmucksteine. Und dann dachte ich, ja, ich habe ja noch so Champagner-goldene Pailletten von Kik. Die sind ja so glitzernd und das passt super zu diesem Glitzerpapier, was ich für die Buchstaben benutzt habe. Und die habe ich dann jetzt auch benutzt, auch zum Teil versteckt. Und dann beim Öffnen der Tüte ist mir aufgefallen, sind mir so die Innenteile, die ganz kleinen Pünktchen rausgefallen. Die habe ich jetzt einfach mit aufgeklebt. Und das war's auch schon. Somit ist unsere Karte schon fertig. Ich habe heute ganz viele Fotos für euch vorbereitet. Also ich meine, man kann es meistens daran erkennen, je mehr Fotos ich von etwas mache, desto mehr zufrieden bin ich damit. Und ja, mit der Karte war ich schon sehr zufrieden. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen und das Video an sich hat euch gefallen. Wie immer, lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich sehr. Und möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Abonnenten bedanken. Ich habe jetzt die 400 geknackt, also ich freue mich sehr darüber. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.